verschreien sich jetzt? Ja, ich geniere mich fast, das zu sagen. Für mich ist es die erste Teilnahme. Ich bin nun 3 Jahre Chefin VBS. In meinem ersten Amtsjahr hatten die FA18 Risse. Deshalb konnte die Vorführung nicht durchgeführt werden. Im zweiten Amtsjahr hatten wir Covid, mussten wir auch absagen. Und im dritten Amtsjahr war das Wetter schlecht. Und heute jetzt geht es, glaube ich. Vor rund einem Monat konnten wir die Verträge für das neue Kampfflugzeug, den F-35A, unterschreiben, nachdem Bundesrat und Parlament die Kredite beschlossen hatten. Jetzt kommt er. Jetzt hast du da. Wie wichtig die Verteidigungsfähigkeit ist, sehen wir leider zurzeit beim Krieg in der Ukraine. Wenige hundert Kilometer von uns entfernt fliegen Kampfflugzeuge jeden Tag Einsätze und nicht etwa um zu trainieren oder um Luftpolizeidienst unter vergleichsweise harmlosen Umständen zu leisten. Mit dem Krieg ist das Thema Sicherheitspolitik wieder ins öffentliche Scheinwerferlicht gerückt. Ja, schau, da sind wir. Schau jetzt da, schau. Wir müssen in Zukunft aber noch rascher und entschlossener handeln. Und wir wollen die internationale Zusammenarbeit und damit unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit des europäischen Kontinents stärken. Die Schweiz muss für den Fall eines bewaffneten Angriffs die Option haben, sich selbstständig zu verteidigen als neutrales Land oder ihre Verteidigung im Bedarfsfall mit anderen Staaten zu organisieren. Das setzt Interoperabilität voraus. Herkömmliche Luftwaffen werden vor allem mit schönen Hintergründen und solches Beherrschung. Zu bedenken ist immer, dass Zusammenarbeit eigene Fähigkeiten und Beiträge voraussetzt. Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. Die Armee muss ihre Fähigkeiten gemäß den Erkenntnissen aus dem Krieg weiterentwickeln. Cockpit und von rechts Richtung Westen jetzt unsere zwei, die Nummer 1. Anflug mit Maximalgeschwindigkeit, das erste Manöver. Spezialitäten unserer Piloten, das Gelände möglichst gut auszunutzen, und es soll ihnen zeigen, dass man mit solchem Material, wenn korrekt ausgebildet, hervorragend sich maskieren oder demaskieren kann. Das nächste Mal. Stellen Sie sich vor, dies mit einem Helikopter. Meine Damen und Herren, herzliches Willkommen heute bei der Schweizer Armee und herzliches Willkommen bei Maxalabschießen. Wir hatten gestern einen wunderbaren Tag, wir haben aber gesehen, die Sonne hat etwas geblendet, man hat die Flugzeuge nicht so gut gesehen und deshalb haben wir heute das Wetter etwas angepasst und dafür gesorgt, dass es einen einheitlichen weißen Hintergrund gibt. Wenn Sie zu Ihrer Linken schauen, ist ein Gemälde, das mich immer wieder beeindruckt, wenn ich in diesem Raum bin, dann sehen Sie die Geschichte der Schweizer Luftwaffe. Sie beginnt ganz links, 1913, mit dem Erstflug von Oskar Bieder. Das war der Erstflug, eigentlich der erste amtliche Flug in der Schweiz. Und wenn Sie jetzt die Geschichte hier so anschauen, dann wäre es um ein Haar, um 8600 Stimmen, also am 27. September 20 fertig gewesen. Und nur dank Ihnen, Ihrer Unterstützung, nach der Unterstützung unserer Bundesrätin, geht die Geschichte weiter. Die Geschichte wird so aussehen, es wird 3,35 sein. Die bewegen sich dabei von Ihnen.
sitze in einem Flugzeug mit scharf geladener Kanone, ist schon ganz anders, als wenn Sie im Simulator sitzen und Sie wissen, Sie könnten per Zufall ans Knöpfchen kommen, aber es passiert ja nichts, es fliegt ja nichts vor mir raus. Hier, wenn hier zum falschen Zeitpunkt geschossen wird, dann kann das fatale Folgen haben. Das müssen unsere Leute, müssen das Intus haben. Das ist ganz einfach. Ja, ganz einfach. Wir können bis zu 6 Flugzeuge gleichzeitig auf einer Schießwolke sein. Das heißt, die Pilotin, der Pilot, kann sich nicht nur mit sich selber beschäftigen und mit seinen Elementen und all dem, sondern er, sie, muss immer auch den anderen sehen, der vorne fliegt, die anderen an die denken, die hinterher fliegen. Das muss immer aufspielen, natürlich. Jetzt ist der erste Vorbeiflug, man geht das Ziel anschauen, man sieht am Boden, wo die Ziele sind und dann ist man bereit. Der Pilot hat schon längstens ein langes Briefing im Kopf und er weiß haargenau, was auf ihn zukommt. Wenn er jetzt einfach die Karte hervornimmt, dann im Flug schaut, wo bin ich hier eigentlich, wo muss ich jetzt, was muss ich eigentlich? Dann ist es vorbei, dann kann er gerade wieder landen gehen. Das muss alles auswendig sitzen. Wir versuchen, so nahe am Boden in der Geländedeckung zu bleiben und uns nur zu exponieren, wenn es wirklich nötig ist. Jetzt dreht er rein, er richtet auf, visiert das Ziel, kurze Zeit. 2 Stück. Wenn Sie sich achten jetzt, die vierte 18, die jetzt aufdreht und jetzt nur wenige Sekunden vergehen, in denen der Pilot Zeit hat, schießt und dann muss er nicht vergessen, wieder das Flugzeug hochzuziehen. Aber nicht so lange sich freuen an gutem Resultat, was er sieht. Weil der Stein kommt relativ schnell nach. Sie sehen, wie er den Piloten in den Sitz drückt. Das ist ja der 4-7-fache Beschleunigung, die einführen und auch Fähigkeitslücken füllen. Ich komme auf die einzelnen Punkte nur ganz kurz. Und am Schluss möchte ich Ihnen zeigen, die Luftwaffe alleine ist nicht alles. Die Armee ist ein Gesamtsystem. Wir müssen sehr vernetzt sein und noch mehr werden mit allen anderen Partnern in der Armee und Kooperation. Jetzt kommen die Fans. Wer jetzt noch genauer hinschauen kann, der sieht, dass die zwei äußersten Punkte etwas weiter wegfliegen und dass die eine andere Silhouette haben.
Nach Ihrem Schießparcours haben Sie sich zwar aufgeschlossen, wieder zusammengefunden, die vier Hornet. Und das Besondere daran ist, dass Sie uns zwei Gäste mitbringen. Meine Damen und Herren, das erste Mal an einer AXALP-Demonstration unser zukünftiges Einsatzmittel Jet, der F-35 Alpha. Nebenan sind die, das gesehen. Möglichst effizient. Sie werden hier sehen, dass es folgt der Abwurf der Flares. Der Live Missions bewegt sich um die 250 bis 300 Mal. Der Überflug der Dreierformation mit ausgefahrenem Fahrwerk und eben wie gesagt auch die Abschiedsvorstellung des PC-24. Der Patrouillenführer und seine Kameraden ihnen zuwinken, winken sie zurück, das motiviert sie und bestätigt sie selbstverständlich. Ich schalte jetzt noch einmal hinauf zu Wachmeister Roth. Er wird uns seine Eindrücke direkt abschieben, kommentieren. Bitte, Marius. Danke, Dominik. Es bekommen eine wunderbare Kulisse vor mir da. Werden wir gehören, der Weg fährt und duchtet. Wunderbar, sieht sehr schön aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Geniessen. Bayern, du kannst wieder rüber. Meld mich ab. Die Piloten und die Fallschirmspringer sind zusammen ein Team. Wir vertrauen uns blind. Wir sind auf die Präzisionsarbeit unserer Kollegen im Cockpit angewiesen. Und wir danken ihnen für ihre zuverlässige Arbeit. Er wird jetzt dann gleich vertikal abwärts schwenken, winken Sie auch ihm zu und damit verabschieden sich die Swiss Paralympics von Ihnen. 1979 stellte die Luftwaffe ihren ersten PC-7 in Dienst und die Bahnanmalung war zuerst orange und schwarz. Jetzt hat sich eben nicht mehr die Farbe verändert. Le capitaine Sanata commencera sa démonstration et vous pouvez vous entendre à 5 secondes de poussée de vitesse comprise entre 250 et 1000 km/h. Les manœuvres seraient avec une accélération de maximale 8 chiffres. Westen Richtung Osten. Fast Pass. Seit Januar 2008 besitzt die Schweizer Luftwaffe 8 Exemplare, 8 Flugzeuge. Und der Grundsatz, nachdem die Schweiz mit der PC-21 ihre angehenden Jetpiloten ausbildet, lautet Teaching the Future. With its fleet of 8 PC-21 and its state-of-the-art cockpit, the Swiss Air Force is able to train the future technologies as a fish et qui est conçu pour un large éventail de missions d'entraînement. L'armée suisse possède 8 appareils depuis janvier 2008. La Suisse forme ses futurs pilotes de jet avec Milton um unsere Piloten so einzuschulen oder zu trainieren, damit sie möglichst
schnell bereit sind, auf die F-18 Hornet umzuschulen. Das Helikopter das Seil heruntergelassen und da acht hören wir an. Sie sehen auch, dass die nacheinander abgeseilt werden. Zwei links, zwei rechts, danach kommen wieder zwei links, zwei rechts. Die nächsten vier Grenadiere zum Zug, das sind die mit den Spezialwaffen, während ihre Kollegen den Landeort gesichert haben. Das ist auch ein Beispiel einer kontinuierlichen Demonstration. Natürlich würde so eine Aktion lang vorbereitet werden, zum Teil am Geländemodell gesprochen werden oder verwendet werden. Wird weiter bekämpft und jetzt findet die Lage dort ein. Kommando Spezialkräfte, immer wieder beeindruckend. Herzlichen Dank. Quizness pur, hoch in den Lüften über der Absalt, begrüßen Sie ganz herzlich die Patrouille Suisse. Finale bedankt sich das ganze Patrouille Suisse Team bei Ihnen ganz herzlich. Es ist uns eine Ehre, für euch zu fliegen und es macht Spaß hier auf der Absalt.